Überrascht hat uns das überhaupt nicht. Wir wollten heute von Haus aus ein bisschen tiefer stehen. Das haben wir auch gemacht, nachher zwangsläufig, weil wir nach einer Viertelstunde, glaube ich, schon mit einer roten Karte bestraft wurden. Waren also 75 Minuten zu 10 nur. Haben das aber taktisch super diszipliniert gemacht, waren läuferisch top. Und ja, ich bin grundsätzlich sehr stolz auf das, was wir heute geleistet haben. Wie BU gespielt hat oder nicht, ist mir eigentlich völlig egal. Ich würde sagen, im Hinblick auf die Meisterschaft überhaupt nicht, weil wir das Wort Meister eigentlich nicht selber in den Mund genommen haben. Uns wird das eher in den Mund gelegt. Ich würde eher sagen, dass es ein bisschen bitter ist, für uns als ja, Persönlichkeiten, als Spieler so, weil das dann doch schon ein bisschen am Ego kratzt, muss ich sagen, so 3-0 zu verlieren. Erster gegen Zweiter ist das Topspiel und dann halt ja wirklich so chancenlos vom Platz zu gehen, ist halt immer ein bisschen bitter, aber was die Meisterschaft angeht, wie gesagt, das Wort haben wir nie in den Mund genommen, deswegen ist es für uns, was das angeht, nicht bitter. Ich mache das öfters mal, dass ich den Ball nehme und dann instinktiv einfach mit nach vorne laufe und das hat heute zweimal sehr gut geklappt. Und gegen Konno hat es auch geklappt, gegen Altona und ja, meine Spieler wissen also, wenn ich mal anziehe, dass ich auch den Weg dann bis nach vorne durchlaufe und haben die gut gemacht, mich auch wieder in Szene gespielt und ja, ich hatte auch, ich finde, ich habe es gut gemacht.